Moin Leute, ja, ich sehe, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und wir sprechen über die Memorial Tickets, die ihr wie jede World Ride Celebration auch dieses Jahr bekommt. Und dementsprechend springen wir mal rein in die Banner, schauen uns die Banner zuerst mal an, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Und dann erzähle ich euch über die Neuerungen, wie und wann ihr diese Tickets bekommt und so weiter und so fort. Aber lasst uns am besten einfach mal reinspringen in die Banner selbst. Diese Banner sind unterteilt in A und B. Sie sind vollgesteckt mit Dokkan Festival Charakteren aus dem letzten Jahr. Und da schauen wir uns mal an, welcher sich dann mehr lohnt. Vor allem jetzt mit den ganzen Easy A's und sowas von älteren Charakteren ist es doch schon recht interessant. Auch neuere Spieler, für die ist es sehr interessant, weil sie vielleicht den einen oder anderen alten Charakter noch nicht besitzen. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass ihr den einen oder anderen fehlenden Chart zieht. Beginnen wir aber am besten einfach mal mit dem Banner. Ist es jetzt A oder B? Okay, das ist der A-Banner der Worldwide Campaign Celebration. Und hier seht ihr schon World Tournament Goku vorne drauf. Wir haben hier Kale mit dabei. Ich markiere euch einfach mal, was für mich persönlich interessante Charaktere sind. Natürlich, World Tournament Goku ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man sagen. Wenn man ihn zieht, kann man ihn als neuerer Spieler trotzdem noch ein bisschen spielen. Kale, gut. Der Power Creep vom Anniversary und sowas. Der hat schon wirklich den meisten Charakteren angetan. Ich denke, die Gammas, beide Gammas kann man rein theoretisch noch spielen. Sie sind okay, weil sie einfach Superheroes-Charaktere sind. Und dementsprechend kann man sie mitnehmen. Thales vielleicht jetzt in der Terrifying Conqueror Celebration könnte nützlich sein. Aber ich denke, er war schon davor, vor dem Anniversary Power Creep nicht so gut. Und wird es jetzt auch nicht sein. Ansonsten haben wir halt sehr viele alte Charaktere mit am Start. Über die man sich jetzt wahrscheinlich nicht so ganz freut. Außer man hat sie selbst noch nicht. Aber wenn ich wirklich ein Augenmerk drauf legen sollte, welche Charaktere gut sind, dann natürlich die Easy-Elten-Charaktere wie Boo, Kefla. Die beiden Charaktere sind super gut mit ihrem Easy-A geworden, also die sind interessant für die meisten Spieler immer noch. Die sind auch in der aktuellen Meta sehr, sehr gut. Ich denke, Super Saiyan 4 Gogeta kann sehr interessant werden mit einem Easy-A. Da muss man aber persönlich mal abwarten. Genauso wie quasi Chanemba. Chanemba mit einem Easy-A wird auch stark sein. Ansonsten, gute Charaktere, die wir hier noch drin haben. Klar, Raps of Universe 17 kann man mit MVP 17 spielen. Ich sage euch aber ehrlich, ich habe ihn einmal benutzt und der Typ hat ziemlich aufs Fressbrett bekommen. Dementsprechend also nicht so die Wahl der Wahl. Ansonsten haben wir hier unten interessante Charaktere, nämlich physisch Goku Black ist ein sehr gutes Easy A geworden. Kid Buu ist ein gutes Easy A geworden. Super Saiyan 3 Goku, wahrscheinlich das schlechteste Super Easy A, was wir momentan haben. Aber nichtsdestotrotz ist er für neuere Spieler eine solide Option, also wenn ihr ihn zieht, ist es auf jeden Fall fein. Ansonsten, wo ich persönlich gerne ein Augenmerk drauf lege, ist Broly. Also wir gehen jetzt in die Broly Celebration rein. Dementsprechend das Super Easy A von physisch Dragon Ball Z Broly könnte eine Option sein. Im anderen Banner haben wir den STR Broly. Dementsprechend, ja, denke ich eher, dass der STR sein Super Easy A bekommt und der physisch, der schwebt so ein bisschen in der Luft. Kann vielleicht dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt passieren. Ansonsten super easy A technisch oder generell easy A technisch. Man kann hier oben vielleicht noch irgendwo was passieren. Bojack ist nicht in dem Banner, okay. Also ich vermute mal, der Banner wird hier nicht groß noch weitere easy A's bekommen. Aber dementsprechend auch der Banner eher nicht der bessere, würde ich behaupten. Also man merkt sehr schnell, wenn man sich den Banner anschaut, dass das wahrscheinlich nicht der bessere Banner von beiden ist. Nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich den ersten 50er Sam machen, wozu wir gleich noch kommen. Unfeatured, wenn wir uns das einmal anschauen, dann sehen wir, wir haben trotzdem noch solide Side-Banner-Charaktere mit dabei, wie zum Beispiel den Int Golden Freezer. Wenn man den zieht, auf jeden Fall einen Big Win. Ansonsten LS noch mit dabei, LRGL Golden Freezer ist hier mit drin. Und wir haben hier zum Beispiel physisch Goku Piccolo und so weiter und so fort. Dragon Ball Super Broly haben wir auch noch, das Broly-Trio mit dabei, Chanemba und so weiter und so fort. Also dementsprechend, der Banner ist okay, wenn ihr Unfeatured LR zieht, Big Win. Für mich persönlich aber der interessantere Banner, zu dem kommen wir jetzt, und das ist Ticket Banner B. Schauen wir uns den doch einfach mal an und ich markiere euch wieder, welche Charaktere tatsächlich solide sein können. Na, da fällt mir natürlich ganz easy ein Piccolo Junior World Tournament Hero. Also dementsprechend, den wollt ihr auf jeden Fall haben in eurer Box. Physisch Goku, immer noch eine sehr, sehr gut spielbare Unit. Wahrscheinlich mitunter einer der bestalterndsten TURs, die es so gibt. Wenn wir vergleichen World Tournament Goku mit Physisch Goku, ja, dann sind da Lichtjahre dazwischen momentan. Also physisch Goku kann man auf jeden Fall noch spielen. Und das ist jetzt nicht nur Bias, weil ich nehme ihn regelmäßig in den schwierigen Content immer noch mit. Und ja, bisher war der Content aber auch nicht so schwer. Oh, ja, gut. Okay, lasst uns weitergehen. Yamchu, nachdem wir wissen, dass die Dodge-Chance anders verrechnet wird bei diesen Charakteren, könnte es ein interesting Pick
sein, aber auch nur, weil er halt ein Dodge or Die Charakter ist. Dodge Chance ist immer solide. Super Vegeta, ja, kann man hier und da auf jeden Fall spielen, Battlefield und so weiter und so fort. Also das wäre auch immer noch ein Pick, wo man sagen kann, ist okay, wenn man ihn zieht. Int Broly, dem sein Easy A, das erwarte ich persönlich schon so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht. Natürlich, er kriegt das erste Mal jetzt sein Easy A, aber wir haben ja auch schon Tech Ultimate Gohan mit einem Easy A. Also die beiden Charaktere könnten vielleicht auch nochmal sehr nice sein. Natürlich Tech Ultimate Gohan so oder so, aber Broly mit Easy A zur Worldwide Campaign wäre ich auf jeden Fall down für. Ansonsten haben wir natürlich noch Int Gotenks mit dem Easy A ist gut. Bojack vielleicht zu Part 2. Also ihr seht, allein schon jetzt haben wir so unheimlich großen Value in diesem Banner. Natürlich Argel Samas kann man immer noch spielen, ist eine solide Unit. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter und schauen uns auch mal die Super Easy A's an. Nämlich da haben wir auch noch einen kleinen Pick mit dabei, nämlich der Tech Gotenks. Der ist auf jeden Fall gut. Und zu erwarten, STR Broly, der wird voraussichtlich seine Super Easy A bekommen. Und da seht ihr auch schon einen groben Überblick. Der Dokkan Festival Banner finde ich doch schon um einiges besser. Also wenn euch hier wirklich viel fehlt, dann geht eher hier rein mit euren Tickets. Ansonsten können wir uns auch noch einmal anschauen, was hier unfeatured ist. Aber da sind genau dieselben Units mit dabei. Super Buu, Golden Freezer und so weiter und so fort. Int Merge Summers. Für mich hier der Banner, in den ihr reingehen solltet. Außer aber in dem anderen Banner fehlen euch mehr Units, dann geht ihr natürlich in den. Schaut immer darauf, wo euch mehr Units fehlen. Soweit, so gut, dann haben wir mal die Charaktere überflogen. Jetzt kommen wir zu dem Prinzip, wie funktioniert das Ganze. Und dementsprechend markiere ich mal ein paar interessante Informationen. Nämlich fangen wir an hiermit. Das ist die größte Änderung. Wir haben die Möglichkeit, einmalig in beiden Bannern 50 Sum-Tickets auszugeben und 20 SSR-Charaktere zu bekommen. Garantiert. Danach haben wir wieder die ganz normalen Multis und dort ist es egal, ob ihr jetzt einen 7er Sum macht, einen 50er Sum macht oder einen Single Sum. Die Chancen sind immer gleich. Aber ganz wichtig, es gibt diesen 51er Sum, der ist einmalig, für den ihr 20 garantierte SSR bekommt. Und das ist huge value. Den solltet ihr in beiden Banner machen, nämlich da werdet ihr einiges an Dokkan Festival rauspullen, vor allem auch ältere Units, die ihr wirklich nutzen könnt. Hier und da. Vor allem jetzt mit den Super Easy A's. Ansonsten natürlich, es gibt einmal die Summon Tickets und es gibt die Dragon Stones. Natürlich könnt ihr auch in den Banner gehen mit Dragon Stones. Kann ich euch aber nicht empfehlen. Das ist auch jetzt schon live. Keine Empfehlung. Aber viel mehr wollte ich darauf hinaus. Es gibt einmal die Tickets und es gibt einmal Memorial Stones. Und diese Memorial Stones sehen wie in den letzten Jahren so aus. Nur wir werden diesmal eine 5 hier oben haben, keine 4. Die wird es wieder geben, die sind auch schon bestätigt. Dafür gibt es eine Berechnungszeit. Nämlich abhängig davon, wie viele Dragonstones ihr ausgegeben habt, in einem gewissen Zeitraum, bekommt ihr diese Memorial Dragonstones. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie ihr diese Dragonstones bekommt. Er heißt nämlich Memorial Dragonstone 5 und was ihr damit machen könnt. Wir wissen ja, okay, wir können Sum mit diesen Memorial Tickets. Aber wie kommen wir überhaupt an die Tickets? Natürlich neben Login und Co. gibt es noch eine andere Möglichkeit und zwar die entscheidendere. Nämlich mit den Stones, die ihr ausgegeben habt innerhalb eines Zeitraumes. Und zwar pro 50 Dragon Stones bekommt ihr einen Memorial Dragon Stone. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Anniversary eure 300 Stones ausgegeben habt, dann bekommt ihr insgesamt 6 von diesen Memorial Dragon Stones. Und der Zeitraum, in dem das gezählt wird, eure ausgegebenen Stones, ist von letztem Jahr, 18.08., also kurz vor Beginn der Worldwide Celebration, bis jetzt, also bis genau heute Morgen. Dementsprechend wird da geschaut, wie viele Stones ihr in diesem Zeitraum ausgegeben habt und dann wird durch 50 geteilt und diese Stone-Anzahl bekommt ihr dann schlussendlich. Zusätzlich könnt ihr euch dann entscheiden, wenn ihr diese Memorial Dragon Stones habt im Barbershop, wollt ihr 150 Stones davon ausgeben für einen spezifischen Charakter, der euch fehlt, oder aber wollt ihr diese 150 Dragon Stones ausgeben für die Tickets selbst. Das ist schlussendlich euch überlassen. Ich kann euch empfehlen, gebt das für die Tickets aus. Vor allem jetzt, wo wir diesen garantierten 50er Sum haben, den solltet ihr auf jeden Fall machen. Nehmt die 20 SSR mit. Darunter kann der neue Charakter sein, der euch fehlt. Soweit, so gut. Ansonsten gibt es jetzt eine entscheidende Frage, die sich jedes Jahr gefragt wird. Und die kann ich euch nicht zu 100% wirklich beantworten, wie es genau passiert, also die Reihenfolge. Aber ich kann euch Vergleiche geben anhand der letzten Jahre. Und da fangen wir einfach mal ganz entspannt an. Nämlich haben wir hier einen Tweet aus 2020. Okay, das ist die Worldwide Celebration 2020. Wir haben jetzt 4 Jahre später. Aber wir haben die letzten Jahre immer ein ähnliches Format beibehalten.
Wie rum sie es machen, ist Dokkan selbst überlassen. Aber bedenkt eins, und zwar, wenn ihr in den Startscreen geht oder aber ihr geht über die Freundessuche, dann habt ihr eine lange ID. Diese ID gibt an, wann ihr diese Memorial Stones bekommt, weil sie werden sequenziell ausgehändigt. Das heißt, wenn eure ID mit der Zahl 9 endet zum Beispiel, dann war es im Jahre 2020 so, dass ihr um 8 Uhr eure Tickets bekommen habt. Dann 8.30 Uhr, dann 9 Uhr, dann 9.30 Uhr, dann 10 Uhr, dann 10.30 Uhr, dann 11 Uhr. Das heißt, die ID mit 3 am Ende, die hat um 11 Uhr ihre Tickets bekommen. Und so geht es immer weiter runter. Jede halbe Stunde wird quasi abhängig von eurer ID diese Tickets ausgehändigt. Ob es jetzt mit 9 beginnt oder mit 0 beginnt, wissen wir nicht. Also das können sie immer noch festlegen. Ich glaube, die letzten Jahre war es so immer, dass sie mit der 0 begonnen haben, weil ich war immer sehr, sehr spät erst dran. Also gehe ich mal davon wieder aus, dass wir wieder mit der 0 starten. Aber so viel dazu erstmal, dass ich das erwähnt habe. Ja, so bekommt ihr eure Memorial Stones. Und wann genau? Nämlich, das steht auch noch hier mit dabei, und zwar am 28.08. Oh, mal, ich wollte nicht durchstreichen, am 28.08., nämlich dann, wenn die Worldwide Campaign beginnt. Ab dem Zeitpunkt werden sie dann quasi um 8 Uhr ausgehändigt. Also wartet noch ein bisschen, seid geduldig und ja, wenn dann der Tag soweit ist, dann wird es auf jeden Fall nochmal eine Information geben. Ich werde euch mitteilen, wie die Reihenfolge ist in einem kleinen Video. Ja, soweit so gut. Okay, jetzt gibt es nur noch zwei kleine Punkte und zwar, ja, ich habe schon die Frage beantwortet, lohnt sich überhaupt 150 von diesen Memorial Stones für einen Charakter? Und wenn man sich das überlegt, dann habt ihr insgesamt 7500 Stones ausgegeben für diesen einen Charakter. Für mich persönlich lohnt sich das nicht. Ich würde also die 1:1 Convertation machen, wo ihr quasi generell die Dragon Stones direkt in die Worldwide Campaign Celebration Tickets umwandelt. 150 Sum Tickets ist für mich größer als ein Charakter, vor allem dadurch, dass ihr 20 garantierte SSR bekommt. Gut, dann kommen wir noch einmal zum Schluss zu der Frage, ja, wie viel kann man denn in etwa erwarten? Das ist der Count von 2023. Da haben wir einfach mal so einen Überblick, wie das letztes Jahr war, zur letztjährigen Worldwide Celebration. Da hat man insgesamt 6.146 Stones ausgegeben. Ich stelle es mal in den Raum, es wird dieses Jahr mehr gewesen sein. Also für mich, mir kam es so rüber, als hätte man mehr Dragonstones bekommen, vor allem auch mit den ganzen Returnaments, die dazwischen geschoben wurden und mit dieser Sync-Up, also dadurch, dass wir wissen, dass der Sync-Up kommt, dass wir einen Synced Schedule bekommen werden, hat man auch mehr gepusht, mehr Stones waren im Umlauf, deswegen wird es hier auch mehr Stones geben. Ich rechne mal, wir werden gut und gerne dieses Jahr oder in dem Zeitraum so um die 7.000 bis 8.000 Stones bekommen haben. Das heißt, eventuell werden diese Memorial Stones einen Betrag von 140 haben, vielleicht sogar 150. Natürlich, wenn ihr Geld ausgegeben habt oder sowas oder noch viel Content offen hattet, dann wird es mehr sein. Vielleicht würde es euch gerade so für einen Charakter reichen. Ich kann euch aber empfehlen, macht die Tickets. Gebt die Tickets aus, damit habt ihr so einen groben Überblick. Ich habe euch so ja, generell mal gesagt, wie es aussieht mit den Memorial Stones und den Tickets und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut rein.